ist ein wahres Schmuckstück und bautechnisch ein richtiges Juwel in Niederbayern, das ehemalige Tagwerkerhaus in Langenieserhofen. Alleine von außen erzählt das Gebäude aus dem Jahr 1801 mit seinem Reetdach eine lange Geschichte. Am Tag des offenen Denkmals konnten Interessierte jedoch erstmals einen Blick hinter die Fassaden werfen. Dafür verantwortlich, dass aus dem verwahrlosten und maroden Haus ein wahrer Wohntraum wurde, ist Helga Grundner. Die Niederbayerin erbte das Haus, nachdem es mehrere Jahre leer stand. Ja, dann hätte ich beinahe wieder einen Rückzieher gemacht, aber ich bin schon dranbleiben, nachdem ich gesehen habe, dass was Besonderes ist und wollte es nicht hergeben. Und nach hat sich doch der Gedanke immer verstärkt, dass es doch sanieren könnte, aber ich brauche Zuschüsse, weil alleine kann man das nicht bewältigen. Und genau diese Denkmalzuschüsse bekam sie. So steckte Helga Grundner fast 10 Jahre lang ihr gesamtes Herzblut in das verfallene und denkmalgeschützte Gebäude. Doch ihr Einsatz hat sich gelohnt. Man sieht das aus einem furchtbar alten Gebäude, wo man eigentlich als Laie sagen würde, schiebt es über den Haufen, dass man da wirklich richtig viel machen kann. Es ist ein wunderbar gelungenes Haus. Also es passt in die Struktur rein, es ist eine echte Verbesserung geworden. Das Reetdach ist einmalig, mindestens in Niederbayern. Und es ist jetzt wirklich aus einem hässlichen Fleck ein Schmuckstück geworden, muss man wirklich so sagen. Und ein unglaubliches Engagement von der Frau Grundner. Das ist ungemein, was da auch beim privaten Engagement drin steht. Das ist ein besonderes Stück. Das ist die Blockstube. Die ist sehr niedrig und das war ein Schlafzimmer von einer früheren Seniorin, die da gewohnt hat, von dem Ehepaar, die Lorenz und Magdalena Steinbauer geheißen haben. Die haben das Haus gekauft 1905. Da sieht man die ganzen alten Balken mit Holznägeln sozusagen, ist alles noch erkennbar. Und der Maler, der jetzt verstorben ist, hat das alles aufwendig zuerst putzt. Das war natürlich staubig, weil da herum war nicht bewohnt. Das war Speicher war das. Sehr staubig und der hat das gereinigt, aufwendig und eingeölt. Da drunter war der Schweinestall und der Hühnerstall, so viel ich jetzt noch weiß. Und das ist jetzt genutzt, das war offen und wir haben dann das so lösen können, dass wir noch mehr Wohnraum schaffen, weil das ursprünglich gedacht war ganz offen von unten rauf. Und das hat mir besser gefallen, wenn man das noch nutzen kann. Und jetzt ist da ein riesen 30 Quadratmeter Wohnraum entstanden, der eigentlich fast noch der schönste ist im ganzen Haus. Und das wäre alles frei gewesen. Und da freue ich mich, dass wir die Lösung gefunden haben. Ein Ergebnis, das auch bei den Besuchern am Tag des offenen Denkmals gut ankam. Es ist wunderschön, also und es ist offen und man muss halt die ganze Atmosphäre mögen. Jetzt mit dem Ritter, das ist ein einmaliges Haus. Und das bei uns im Landkreis. Ich finde die Bauweise von früher wunderschön und die Aufarbeitung des Hauses ist auch ganz toll gemacht worden. Helga Grundners Engagement und Herzblut hat sich nun ausgezahlt. Denn für die Instandsetzung des ehemaligen Tagelöhnerhauses hat sie nun den Denkmalpreis des Bezirks Niederbayern erhalten. Wir sind ja immer auf der Suche nach Immobilien, wo man ein ganz besonderes, großes Engagement auch der Eigentümer sehen kann und die auch außergewöhnlich sind. Und dieses Haus ist mit der Reetdachdeckung einmalig in ganz Niederbayern und deswegen ein ganz würdiger Denkmalpreisträger. Der Preis, das ist wie eine Belohnung für die ganzen Mühen und Beschwernisse, die das schon gemacht hat. Aber das ist wirklich jetzt ein schöner Abschluss und ich freue mich da natürlich riesig. Dank Helga Grundner bleibt diese Perle Niederbayerns nun auch für die Nachwelt erhalten. Ein Beispiel, das einmal mehr zeigt, dass sich ein zweiter Blick im Leben oft lohnt.